Recht und Ordnung! So, meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Polizei, Autobahn! Heißt es so? Autobahn! Polizei Simulator 2! Beim letzten Mal haben wir mit dem Zoll zusammengearbeitet. Die Kollegen vom Zoll waren dabei und es war unnormal. Ja, ereignisreich, ne? Ereignisreich! Also, es gab geschmuggelte Flüchtlinge. Ein Flugzeug, was auf der Autobahn notlandet. Es gab wie heißt das, wenn jemand von der Brücke springt? Ich hoffe, diesmal werden wir jetzt einfach nicht wieder gejudged für irgendwelche Entscheidungen, die wir vor 38.000 Tagen getroffen haben. So, die Herren, die Kollegen in der Küche, hey, in der Kaffeeküche. Was gibt's Neues, meine Herren? Oh, und Damen. Hey, einer der Donut-Shops wird gerade überfallen. Macht, dass ihr da hinkommt, solange der Täter noch vor Ort ist. Worauf wartet ihr noch? Los! Ja! Die genauen Koordinaten habt ihr, wenn ihr im Auto seid. Ich schick's euch fix rüber. Ah. Schon unterwegs. Ich dachte, der von gegenüber. Los, 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 los! Mach die Karre heiß! Alarmanlage. Sirene. Oh Gott, es geht wieder auf Zeit. Nicht der Blinker. Fahr! So. Landhorn. Jagdhorn. Ich meine Stadthorn. Wir sind noch nicht auf dem Land. Autobahnhorn. Oder umgedreht. Alarm! Alarm! Jo, hier ist Wagen 2. Zentrale, ich befinde mich jetzt auf dem Weg zum Einsatzort. Ich hoffe, der Donutladen brennt noch nicht, ne? Wenn er geradeaus hier räumt wird. Over. Ja, hallo, hier ist Frederik aus Zentrale. Donutladen, alles super. Wir sind auf dem Weg. Warum seid ihr aus der Zentrale auf dem Weg? Ich bin doch gerade mitten auf der Autobahn. Noch 10,8 Kilometer, over. An den Donutladen, also, wir sind daheim, over. Okay, haben verstanden, Zentrale. Ist der Helikopter schon im Anflug? Over, brauche Luftunterstützung, over. Ich schaue im System, ich glaube, ich ist auf dem Weg, ja, ich raus, over. Alles klar, haben verstanden. Wagen 2, over. Oder Wagen 1, weiß ich, was wir sind. Mann, Hans, warum ist die Sirene aus? Oh, ist das ein Stress. Hier direkt zum Start. Ah! So, Hans, da vorne ist es. Ich hoffe, du hast die schusssichere Westen mit. Oh, shit, da geht's richtig runter. 78, Alarm. So, wo ist hier ein Donutladen? Hä? Oh, da. Hans, geh... Nein, nicht schon wieder. Und die ganze Zeit die Sirene, weil ich sie nicht... Hans, mach bitte die Sirene aus! Jetzt auf einmal linke Maustaste? Ich hab's geschafft. Ich hab einen Donut gedodged. Oh, alter Matrix. Wo bleibt eigentlich Hans? Immer muss ich das alleine machen. Sie sind verhaftet. Hey, Alter, wie antiklimatisch. Mann. Hä? Alter, man sieht nicht mal, wohin er rennt. Man sieht nicht mal den Täter. Er rennt einfach nur hier über eine scheiß Raststelle. Städte? Die sind keine Leute? Die sind verhaftet. Egal, wir haben ihn unter Gewahrsam. Jo, Zentrale, hier ist Wagen 2. Wir haben ihn unter ihr Gewahrsam jetzt. Over. Bring ihn zur Wache, over. So, überführt. Verhaftet! Chef, bin einsatzbereit? Oh, wer ist denn der hier? Gut, dass Sie da sind. Wir haben neue Erkenntnisse bezüglich des Drogenfalles. Finn Reinhardt hat sich mit Ihrem gefundenen Code befasst. Herr Reinhardt? Der war im Prinzip auch nicht schwer zu lösen.
Hätte ich den vollständigen Code gehabt, wäre es natürlich schneller gegangen. Der schnurrbart über Schnurrbart. Wie schon vermutet, markiert der Code einen Ort und der fehlende Teil vermutlich einen Zeitpunkt. Um nicht erwischt zu werden. Wie billig. Ich meine, schaut euch das an. Das würde unsere Vermutung bestätigen, dass wir es hier mit organisiertem Verbrechen in großem Stil zu tun haben. Fahren Sie jetzt dorthin und schauen Sie, ob Sie wieder Hinweise und am besten einen neuen Code zum nächsten Treffpunkt finden. Und das bitte in Zivil. Sie sollen kein Aufsehen erregen, falls die Subjekte noch vor Ort sind. Die Subjekte? Auf Schnitzeljagd 2. Zieh Zivilkleidung an, na klar. So, Zivil, wir dürfen nicht auffallen. Yo. Ja, also seit dem letzten Mal haben wir, was Zivilkleidung angeht, nochmal ein bisschen geupgradet. Ja, die Kollegen von der bürgernahen Begutachtungsinstanz deutscher Slang-Szene, die haben nochmal ein paar Meetings gehabt und uns jetzt das hier zivil gegeben. Aber ich habe mich natürlich auch ein bisschen mit der Szene auseinandergesetzt, wie man da so redet. Talkt. So, Hans, wir nehmen Zivilkarre. Hoppala. Wir sind auch jetzt Gangster, Hans. Drogenbarone sind wir. Wo ist denn Hans? Ah, Hans hier auch in Zivil, ja. Gut, fahren wir mit dem 3er BMW Coupé AMD VW. Scheiße, I mean, shit. Bro, hey, Hans. Have you looked at this? What a big Unfall. Na, dann fahren wir mit dem dicken BMW. Ich mach ein bisschen Mucke an. So, ich muss sagen, die Undercover-Mission, die haben immer besonders viel, yo, sag mal, spinnst du, du Spitzbube? Yo. Yo, hier waren zwei, yo, hier ist, Didi. Nähern uns jetzt dem Zielort. Alpha Dromeda Ende. Over. Yo, Didi. Ich hab euch auf dem Radar. Ich wünsche euch viel Glück und, ne? Also, nicht auf dem Radar. Ich meine, ich muss los. Viel Glück. Yo, bleib am Stizzle. Over. So. Hans, yo. Also nochmal, ne? Du und ich, wir sind. Au. Hans, wir wollen viel Drogen, viel Drogen. Jo, Herrentoilette, klar. Jo, jo, jo. Alter, Bruder. Meine Fresse. I mean, fuck. Fuck, fucking, fuck shit. Na gut, Beweislage untersuchen. Drogenutensilien, jo, ich sehe Drogenutensilien, ich sehe eine Quietscheente. Scheiße. Quietscheente. Und hier. Ah ja, das ist eine Hero-Spritze. Hero. Und eine Rasierklinge. Ui, 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 ui. Oh, noch eine Hero-Spritze. Oh, hier ist. Hier liegt doch Ecstasy. Ecstasy auf der Fliese. Hier im Müll? Nee. Hier an der Wand. Da! Da ist der Code. Hans! Was haben wir denn hier? Und da an der Wand ist wieder ein Code. Mach am besten ein Foto davon und schick es Finn. Dann können wir direkt zum nächsten Tatort fahren. Gute Idee. Das ging aber schnell. Das müsste Finn mit seiner Antwort sein. Dann gehen wir mal auf die Jagd. Boah, Alter. Irgendwann ist der Tag erreicht, da brauche ich echt Alkohol für Aufnahmen. Jo, Zentrale, I have news. Also, wir sind jetzt einmal dran, wir haben einen Code, der Finn hat auch schon hier Antworten. Wir fahren jetzt weiter zum nächsten Spot. Die Schnitzel, I mean, die Sniffhand geht weiter. Over. Jo, cool, Mann. Ich wünsche euch richtig viel Erfolg. Ich mach das mal aus. Hans, wechsel mal Kanal, ich will mit dem nicht mehr sprechen. So. Jetzt. Es könnten unsere Kunden sein. Ja, die sollten wir auf jeden Fall nicht aus den Augen lassen. Wer?
wer? Aua. Ah, die. Oh, Alter. Hans, jetzt bitte einmal bleib an mir dran, ja? Ist die Handkanone dabei? Komm jetzt. Hans, bitte. Scheiße. Yeah! NYPD! Ich meine, GSG, Scheiße. Nein. Nicht GSG, Scheiße. Da steht nicht mal wer, Alter. Es ist so schlecht. Sie sind verhaftet. Sie kommen mit uns zur Wache. Alter, es ist schwierig. Ich kann das nicht mehr. Also, ich sehe gerade unscharfe Pixelziegel. Nichts ist geil inszeniert. Es ist nicht mal. Also, ich bin nicht mal im Bild bei der Cutscene. Oder bei dem Quicktime-Event. Wow! Und es ist nicht mal der Tatverdächtige da! Und wo wir ankommen, wabbert das Bild erstmal. Also auch retrospektivisch. Man muss das auch alles erstmal aufnehmen und verarbeiten. Das passiert in diesem Spiel so viel ganz plötzlich. Hier zittert hier der Schatten bei den Blumen. So, jetzt haben wir natürlich den Verdächtigen in Gewahrsam genommen. Jetzt werden wir ihn überführen, nach Niesen, in die Vollzugsanstalt. So. Na gut. Verhöre ersten Verdächtigen. Jo, klar. Herr Sprockel, wie Sie sich denken können, sieht es nicht gut für Sie aus. So, da saß niemand. Sie waren gerade im Begriff, eine größere Menge Drogen zu verkaufen. Alter, ich sprühe mir jetzt scheiß Sagrotan in die Augen, ey. Was soll ich denn machen? Alter, ich leide wegen euch. B. Jetzt ist vorbei. Es ist vorbei. Das Spiel ist vorbei. Ist kaputt. Es ist kaputt. Ist kaputt. Wie mein Inneres gerade. Alter, Mann, das ist so unheil. Junge, gleich kommt der aus dem Monitor. Es ist so creepy. Kann das Spiel jetzt bitte weitermachen? Jetzt seien Sie doch vernünftig. Erzählen Sie uns, was Sie wissen. Ja. Alter, Leute, das kann doch nicht wahr sein. Ey, das, also wirklich, Junge, die, oh Mann, ich fress meine Carnhartt-Cap gleich. Ey, was ist das für ein Müll? Es ist doch, also, hä? Es grenzt doch an Betrug, oder? Wo ist der Verbraucherschutz? Ja, ihr klärt das, ihr regelt das. Macht mal. Kann man das Spiel eigentlich durchspielen, oder? Also es ist technisch möglich, meine ich. Ihr seid gesegnet, weil ihr das geschnitten kriegt. Ich krieg das hier gerade uncut. Können wir mal einblenden, wie lange hier schon allein diese Szene geht? So, ich bin hier der Leidtragende. Hä? Ich will Schmerzensgeld. Wie Sie meinen. So. Ich hol mir noch einen Red Bull. Oh. Lecker.
Wisst ihr was, wenn die hier so lange brauchen? Ich würde euch was mit der Trompete vorspielen. Ist das in Ordnung? Bitte mach weiter. Bitte. Bitte mach weiter. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, Wubi. Bitte mach weiter. Ich will immer weiter. Dann bitte mal weiter! Wusa! Jo, Henjo! Wann kommen wir wieder Autobahn-Simulator? Auf alte Vier kommt Blöffen! Es lebt! Es lebt! Nicht alte Vier! Lass it! Lass it! Nein! 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 Hä? Wo steigen wir ein? Gut, dass Sie da sind. Wir haben neue Erkenntnisse bezüglich des Drogenfalles. Finn Reinhardt hat sich mit Ihrem gefundenen Code befasst. Fahren Sie jetzt dorthin und schauen Sie, ob Sie wieder Hinweise und am besten einen neuen Code zum nächsten Treffpunkt finden. Und das bitte in Zivil. Sie sollen kein Aufsehen erregen, falls die Subjekte noch vor Ort sind.